begrüße euch zu einer neuen Aufnahmesession von Red Dead Redemption 2. Es sind wieder ein paar Tage vergangen und entgegen der Tatsache, dass wir geendet haben, als es noch heller Tag war, sind wir jetzt hier gerade wieder bei Sonnenaufgang, was daran liegt, dass ich mich gerade schon mal habe schlafen gelegt. Und was willst du? Da ist doch mein Pferd. Und einfach mal unser Herzzeug aufgeladen hab. Durch das Schlafen. Und deswegen das übliche Programm. Füttern. Striegeln. Streicheln. Yeah, there's a girl. Und ab geht's aufs Pferd. Ich bin auch dahinter gekommen, was da passiert ist in der letzten Folge tatsächlich. Ja, es ist okay. Es war jemand, da hätte ich drauf kommen können. Hallo? Der Charles. Na, dann reiten wir doch mal dahin. Ja, ich habe gesehen, da unten ist auch eine weiße Quest, aber das wäre jetzt Quatsch. Yep. Ich werde jetzt auch definitiv diese Strecke alleine reiten, weil es ist Nacht. Und nachts traue ich den Biesten, den Viechern noch weniger über den Weg als tagsüber. Deswegen reite ich jetzt selber. Und erfreue mich der Natur. Mann, red Deutsch. Und lass dich nicht ablenken, nur weil du irgendwo runterfällst. Ja. Wir befinden uns heute am 30. Mai. Es ist Vatertag. Und ich habe nichts Besseres als aufzunehmen. Aber hey, was soll's? Ist ja für euch. Sag mal, liegt hier schon wieder Schnee? Okay. Warte. Was willst du? Ja, dann mach das. Da bin ich ja mal gespannt. Aha. Take this. Ihr nervt. Mal so ganz kurz angemerkt. Herstellen kann ich, glaube ich, nichts. Nö. Kann ich hier noch irgendwas mopsen? Nein, kann ich nicht. Okay.
Frag mich nicht, warum ich das jetzt gemacht habe, ich hatte Bock drauf. Hiha! Kurve nicht gekriegt. Alter, Pferd. Wieso sterbe ich eigentlich gerade? Hat ja super geklappt mit dem Herz wieder aufladen. Nicht. Aber gut. Charles, ich komme. Gut. Yep. Das hätten wir nicht tun sollen. Ich verstehe das. Ich drehe ja schon wieder um. Vielleicht hätte ich doch automatisch reiten lassen sollen. Dann wären wir wahrscheinlich jetzt schon da. Ich habe das Revier eines legendären Tiers erreicht. Schon wieder. Alter Charles, wo hast du dich versteckt? Ja, voll schlimm. Du kannst hier keine... Okay. Nicht nett.
Schneller reiten kann ich auch nicht. Charles. Thank you for coming. Of course. The chief, he's very... Maybe you could speak to him? Yes, that's why I came. He's in his tent. Sure. I'll wait for you here. Ach, du wartest, aber ich muss, Come in. Mr. Morgan, I'm so glad you could make it. How are you? My son. My son is foolish, but he's still my son. I know your son. A little. Huh? He's very brave. Very angry. He's me. How is your father? He's dead a long time. He lived a lot longer than was good for any of us. My son probably wishes the same to me. I doubt that. I want peace. I need my people to be safe. All my life I've tried to bring peace. But I love my son. They'll hang him for treason. Treason. He is the chief son of a proud nation. How could he commit treason? People who have lied to my people for 100 years or more, that's treason. Well, what should I do? I don't think there's much chance reasoning with Colonel Favors. No, and any chance we had, your friend, Mr. Vanderland, has ensured relations between us and the army are worse than any point in the last 5 years. I'm sure he means well. But matters are more complex than he understands. Me and Charles will try and rescue your son. No. Yes, yes. I ain't got much to lose, and you got... I'm doing this. Charles! Where are you? Come on, let's go. We need to get okay, son back dann könnten wir jetzt Junior. I've been working on that. I think there's a way. Follow me. Come on, girl. Okay, er hat nichts so, zu erzählen. I'm scouting the fort. The army are patrolling all the main roads and bridges in and out, but if we can get the horses across the river, I found a route that should get us in fairly close. If we wait until late enough, there's a place we should be able to sneak in around the back. Okay, whatever you think. I trust you. No guns, just knives and arrows. If we start making a lot of noise, he'll be dead before we get close to him. Okay. Alles klar. Canoes down river, in case we need another way out of there. Okay. Natürlich werden wir einen anderen Weg brauchen. You know, this wouldn't have happened if it wasn't for Dutch. It ain't just on Dutch. We all went along with it. He saw Eagle Flies burn hot, and he fanned the flames. He's not helping that tribe. He's helping himself. You see that? Or you wouldn't have gone to Rain's Fall behind his back. I guess I just keep thinking. There must be a way to save the situation. To pull Dutch out of the place he's in. Well, I like Rain's Fall. I don't know, Arthur. Rain's Fall is in a tough situation. And as for Dutch... I gotta try. I own that at least. Ja, da werden wir doch noch zum... There's rain on the wind. Gutmenschen und versuchen alle zu retten. Listen, Charles.
die wir noch retten können. If it goes bad in there, you can get yourself out. You got more to lose. No, come on, don't start talking like that. I didn't tell you before, but I saw a doctor. It's pretty bad. It's gonna get worse. Oh, Arthur. Any day we can die. Hmm? We're riding to break an Indian chief's son out of a cavalry fort. We could both die tonight. In a way, was dran? It is a gift to know. In a way, you are lucky. Sure don't feel like that. You still have time to make amends. The others, Hosea, Lenny, Sean, all them, they didn't. And what about the Auch da ist was dran. Both killed trying to escape Blackwater. More vicious pair of bastards than ever was. And that's all they ever were and will be. Meine Fresse, wo reiten wir hier hin? You got the chance to do something better. My guess is maybe that's why you're here now. Either way, just keep your head strong. We're close now. Hä? Was war das denn jetzt? Als hätte er sich einfach woanders hingebeamt. Up here. Follow me. You were right about the damn rain. Mm-hmm. Yeah. But might help us with sneaking in there. Jetzt müssen wir schleichen, alles klar. Rainfall told me there was some retaliation after the meeting with Colonel Favors. Some women were taken. Elders beaten. Bastards. Yeah. This isn't gonna be nice. Nice soll das auch nicht werden. Wir versuchen hier jemanden zu retten. Das kann irgendwie nicht so nice werden, aber gut. Schauen wir mal. There it is. Sind ja auch nur 287.000 Kurven geritten. Ourselves hidden and wait till it gets dark. Over here. I guess this is it. I guess it is. Let's keep quiet. I'm trying to find a way in. Main thing is that they don't hear us. You ready? So, weiter geht's. Hopefully we'll be in and out before they can come back around. Ich hoffe, du hast recht. Deal with those two at the gate first. You take one, I'll take the other. Ich kann, hab nichts zum Werfen gerade. Okay. Warte mal, vielleicht habe ich. Take the shot. Okay, come on.
Nicht wo? Two more. One in the tower, one on the ground. Same as before. You take one. I got the other. Quick, come on. What are you doing? Musst du den erstmal sehen? Bin da leider nicht so like you are. This is the spot. Ach, das hört man dann gar nicht, oder was? Are you taking him? No need to waste an arrow on him. Use your knife. So geil, die Mission macht richtig Bock. Wait, I'll make sure the tower's clear. Come on, we're good. Another one out there. You got him? Und wo? Nein. Hallo? Sag mir nicht, du bist noch da oben. Weiß ich dir. Er ist noch da oben, glaube ich. Oder? We'll never get past these guards. Get up that tower and try to distract them. Was für ein Tower?
Try to put an arrow into the lantern above that stack of wood over there. Okay. Shot from the walkway up there. Ja. Ich habe verstanden, worauf du hinaus willst. Okay, wir sind aufgefallen. Ruf das. Richtig kacke. We'll never get past these guards. Get up that tower and try to distract them. Try to put an arrow into the lantern above that stack of wood over there. Stratify. Yes, okay. Für eine Laterne, Mann. Nett. Morgan? Tony? Is that you? Look for the keys. You have to get me out of here. We're gonna get you out. I'll check the table, Arthur. You search the body. We need to find those keys, Arthur. Ja, wird's bald. And now he's out again. Come on. Your father sent us? My father? He told you to come and kill guards? No, he didn't say that, Ian. Of course not. You okay? Sure. Enjoy being tortured. Clears the mind. If you say so. Whoa. I'm fine. Sneaking out of here. They got a prisoner. I'm putting you down. Come here. Ich hasse Schießereien im Regen. Man sieht so wenig. Let's push up. Mir klar, dass da noch mehr sind. Look out! There's some up top there! Steal the gates! Wait, get down! Okay, das sah geil aus. Thank you.
One of the walls broke and it took me in. So, sind jetzt alle tot? No. It's been sealed back up. Arthur, deal with this, would you? Yes, but how? Was? Zerstöre die Mauer. What about that cannon? Okay. Was denn für eine Kanone? Hä? Keine O. Ja, ich muss gucken, was hier los ist. Tschüss. Ist weg. Ja. Here, come on. Get on. Ja, Junge. Halt noch. Klar, ich werf den jetzt meinen Seil an. Guck. Das war irgendwie klar. Ja. Ich muss in das andere. Leck mir am Arsch. Okay, wir werden sterben. Weil Daniel es nicht gerafft hat, dass wir das andere benutzen müssen. Nein. Ach, jetzt müssen wir... Oh. Ich verstehe.
Das fiel mir jetzt gerade nicht in den Kopf, die Runde, aber gut. Wir haben gemacht, was er gesagt hat. Keine Ahnung. Egal, dann reiten wir nochmal. Ja, ja, gleich. Klappe. Das sieht's. Ich kann nicht in das Kanu steigen. Ich weiß nicht warum. Ja, haha, Witzbold. So. Denn bitte schießen und dingsen gleichzeitig oder was? Klar. Ihr seid da zu zweit, einer kann ballern, ich muss paddeln und soll ballern, das wird interessant. Ich bin gespannt, was draus wird. So, und jetzt? Another one, right. Ach klar. Jetzt habe ich es verstanden. Es ist tatsächlich genau so, wie ich sage. This is some swell. Watch yourself. Last thing we need is one of us going in. Believe me, that ain't my plan. Ich musste kurz mal drehen, entschuldige. Ahaha, Witzbold. Du hast jemanden, der für dich ballert.
kann ich nicht wieder immer Bogen schießen und raussneaken? Das ist viel cooler. Oh Gott sei Dank. Oh. You okay, Arthur? Yeah, I'm right as rain. How are you? I'll be fine in a day or so. I heal fast. Colonel Favors won't be too happy with your rescue. I guess not. Yeah, there's gonna be a lot more trouble. My father, even he may have to fight. You won't win. No big fight with them. Shouldn't y'all just run away? Where would we go? I don't know. In front. Let me take you back to your father. Thank you. No mention. So, was machen wir jetzt hübsches? Uns zu Tode husten. So, wenn die Karte mir jetzt nichts anderes verrät. Hallo? Ja gut, wo ist die Dingsquest hin? Ich habe keine Ahnung, wo die Quest jetzt hin ist. Falsche Richtung. Was habe ich denn da totgetreten? Keine Ahnung. So, diesmal nehmen wir mal die Reithilfe, Zuhilfe, weil das ist mir eindeutig zu weit weg.